Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute Landtechnik in Detail, Fendt 722 Vario, Baujahr 2018, also die aktuelle Generation. Wir haben jetzt diesen Schlepper hier beim Elo Augustin für ein halbes Jahr gemietet, haben jetzt knapp 450 Stunden drauf gefahren. Heute geht die Maschine wieder zurück zur Baujahr. Und jetzt mache ich noch ein kleines Detailvideo zum Schlepper. Ja, irgendwie ist trotz Reiniger sind die Scheiben noch ein bisschen dreckig und der Lack ist ein bisschen verwittert. Also der Reiniger hat Schlieren geworfen, musst du vielleicht nachher noch einen anderen probieren. So, fahren wir jetzt mal kurz eine kleine Runde. Gleich mal zur ersten Stärke des Fendts, der Wendekreis. Also der ist jetzt im Beispiel hier gegenüber den John Deere Schleppern. Einiges besser. So, stellen wir uns mal hier rüber. So. Also wir fangen jetzt mal von außen an. Also hier der 722 in voller Pracht. Machen wir zunächst einmal gleich mal die Haube auf. Dann ist es die eh offen, wahrscheinlich nicht. Also hier das Kühlerpaket bzw. hinter dieser Wartungsklappe dann der 6,05 Liter Deutz Motor. Genau, den man hier sieht. Der 722 jetzt mit 222 PS nach ECE 24 müsste das sein. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Also hier die große Abgasanlage und der Luftfilter des Schleppers, also eigentlich ziemlich gut zu erreichen. Machen wir die Deckel wieder zu. So, müsste halten. Also man kann eigentlich relativ leicht hier Zugang finden. Ja, was gibt es sonst noch zu erklären? Das große volumige Kühlerpaket, also das ist wirklich bemerkenswert. Was ich auch feststellen musste, im Gegensatz zu den Johnnies, dass der Fendt relativ lang mähen kann, auch wenn die Front vorne ziemlich verdreckt ist. Haben wir jetzt beim John Deere gesehen, beim 6R, ich musste da das ein oder andere Mal so viel zu oft ausblasen. Das liegt eigentlich auch größtenteils daran, dass eben der Fendt hier oben viel Luft ansaugt. Also wenn sich vorne der Kühler zusetzt, kriegt er hier noch ganz viel. Dann hier jetzt die Version mit Front-E-Heuer, einem Zusatzsteuergerät, das sich dann auf dem Schlepper oben individuell belegen lässt. Jetzt hier das, ich glaube, das müsste die normale Profi-Version sein.
ohne LED-Scheinwerfer, also ganz normale Halogenleuchten. Also ist Profi Plus, quasi auch mit dem großen Display drin. Hier dann die Steuerung, Heckkraftheber, muss vorher auf dem Traktor entsperrt werden, Zapfwelle und das frei belegbare Steuergerät, deswegen auch schwarz, also es hat keine Zuordnung noch. Dann haben wir hier unten die Kugel mit Zwangslenkung beidseitig, also auch für Tridemwägen. Zapfwelle, hydraulische Oberlenker und eben hier die Zusatzsteuergeräte. Dann Load Sensing. Load Sensing Stecker, Vorlauf und hier auf der linken Seite der Rücklauf. Gerade frisch vom Waschen. Hier noch Druckluft und Pneumatik. Isobus für Radiowagen und andere Anbaugeräte. Ja, hier hinten gibt es eigentlich nicht viel zu sehen, also es ist eigentlich ziemlich aufgeräumt. Und also im Gegensatz zum Chantier muss man wirklich sagen. Hier das gleiche Spiel wie auf der linken Seite. Bereifung haben wir jetzt hier die 650, 75, 38. Gibt es dann auch wahlweise mit 710er Bereifung. Hier befindet sich noch, das müsste glaube ich der Batteriekasten sein, also hier die Klappverschlüsse aufmachen. Genau, hier sitzt die Batterie und unten ja, noch irgendein Steuergerät, fassen wir lieber nicht an. Also das Ganze wieder zumachen. So, also hier auch wieder den Verschluss. Ja. Ja, hier Hydrauliköl zum Auffüllen. Hier haben wir jetzt keine rechte Tür, also das ist eigentlich nur eine Scheibe. Kostet, glaube ich, nämlich Aufpreis eine Tür auf der rechten Seite. Wo ich ehrlich sagen muss, ja, ich mache die vielleicht auch beim John Deere 3 oder 4 Mal im Jahr auf. Ja, das wäre eigentlich der Schlepper jetzt von außen. Also bemerkenswert auch oben die Panoramakabine. Und jetzt hier der Fendt in der neuen Farbgebung schon, also die wurde ja jetzt vor einigen Jahren umgestellt. Ja, dem einen gefällt es, dem anderen nicht, also ja, also mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich fand die alte Farbe auch schön, war halt Tradition. Hier der große Kraftstofftank mit dem AdBlue auf der Seite und dem Diesel hinten. Jetzt kommen wir hier zum Innenraum. Also der Innenraum fantypisch mit dem großen Joystick und ja, der neuen Innenfarbe halt in dem Cremebraun, sage ich jetzt mal. Also das ist jetzt so ein ja, heller Beige-Ton, Beige-Braun. Auch die neue Generation mit einem einigermaßen vernünftigen Beifahrersitz, ist allerdings keine Vitra-Komfort auf alle Fälle. Man hat hier aber auch als Beifahrer ziemlich viel Platz, muss man wirklich sagen. Also man hat hier massig Platz, das war halt immer bei den alten Generationen so, wie 820 oder die 7er der ersten und zweiten Generation, da wo hier die riesige Lüftungssteuerung war, also Kalt-, Warmluft und eben das Gebläse, das haben sie jetzt hier wirklich gut gelöst, also es passen auch massigere Leute herein, auf alle Fälle. Ansonsten die Armlehne, ja, auch typisch, den Joystick gibt es jetzt auch schon längere Zeit. Ich stecke mal den Schlüssel kurz rein, aus dem wieder verräumt ist. Also wir haben jetzt hier den Joystick beschleunigen, vorwärts, rückwärts, links und rechts und die Taste hinten Fahrtrichtungswechsel, rechts wäre Tempomat. Also die Steuerung gibt es schon seit 20, 30 Jahren so. Dann eben grünes, rotes Steuergerät kann aber auch frei belegt werden. Go-End, Vorgewendesteuerung, Management. C1, C2, das sind die Drehsalzspeicher. Nee, die Tempomatspeicher, sorry, Min- und Max sind Drehzahlspeicher. Und auf der Rückseite die Beschleunigungswippe, wie stark der Schlepper beschleunigt und die Vorwelttaste, dass bestimmte Funktionen eben funktionieren. Stopp, das ist glaube ich ja, sowas wie der Notaus, also bricht glaube ich die Go-End-Funktionen ab. Also wie gesagt, sorry, ich bin nicht so Fans bewandt, fahre halt jetzt nicht mehr so viel damit. Hier unten
Kupplungsbremse Gas, die Taste fürs Lenkrad. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Also man kann einsteigen, drückt drauf, zieht das Lenkrad so hin, wie man sich es vorstellt. Also auch mit dem Rausziehen. Beim John Deere total und total umständlich, sage ich jetzt mal. Was haben wir jetzt auf dem Tacho? Machen wir mal die Zündung an. Also zunächst einmal die Lichtsteuerung. Also quasi, man kann ja das Arbeitslicht einschalten. Ist eine Speicherfunktion, schalten wir jetzt die noch ein. Dann kann man die mit einem Tastendruck alle einschalten und wieder aus. Das ist das normale Fahrtlicht oben. Das ist das untere Fahrtlicht, also man kann die dann umschalten, so quasi, wenn man jetzt ein Frontbeiwerk dran hat, schaltet man die oberen ein. Nochmal drauf drücken, sind sie aus. Dann hier wieder die einzelne Scheinwerfersteuerung. Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischwaschanlage, Heckscheibenheizung. Dann hier haben wir jetzt noch die Menütasten zur Steuerung für das Menü hier oben. Also ich glaube ich normalerweise Wartungscodes und Fehlercodes. Also ich drücke da jetzt auch lieber nichts drum, wie bei jedem Schlepper. Standardmäßig wird hier das Gebläse angezeigt, wie stark das aufgedreht ist. Uhrzeit oben, dann die Temperatur innen und außen. Und die Betriebsstunden, jetzt in dem Fall 44,9 Stunden. Links haben wir die Motordrehzahl, Zapfendrehzahl vorne und hinten. Hier haben wir jetzt noch die Geschwindigkeit, das wäre die GPS-Geschwindigkeit, falls er einen Empfänger hätte, hat er aber leider nicht an Bord. Lediglich die Vorbereitung. Was haben wir hier links? Oben links AdBlue Stand, unten links ist der Druckluftvorrat, wird da angezeigt, also der Bremsvorrat. Dann haben wir rechts eben Dieselvorrat und unten die Motortemperatur. Ja, die Kontrollleuchten erklären sich von selber: Fernlichtbremse, Allrad, Differentialsperre, Tempomat, ABS und Hängerbremse. Dann hier Blinker, Kreis 1, 2, Batterie, Vorglühen und hier auch wieder die Bremswarnleuchten. Dann, was haben wir noch hier unten, die Tassen, das sind für Frontlader und das müsste eigentlich für auch Anhängerbremse sein, also das, da kann ich mich jetzt wirklich nicht sonderlich aus. Ich glaube, das ist vielleicht für den Hängerzug gedacht oder auch das ABS eben. Was haben wir hier noch? Ja, Blinker, ganz normal mit Rückstellerhupe, Scheibenwischer beim Drehen, Intervall und Schnelligkeit. Dann haben wir hier noch Vorwärts-Rückwärts vorwählen, standardmäßig man findet. Und genau, das wäre jetzt die Tacheinheit. Da gehen wir jetzt mal hier wieder zurück zur Armlehne. Also hier Ventil gelb und blau, das sind die proportionalen Steuergeräte, die man sich auch frei wählen kann. Eigentlich ideal für Frontladerarbeiten. Mit Drucktaste zum Umschalten hinten. Dann, wenn man kurz tippen lässt, Schwimmstellung. Handgas, das Klavier auch wieder frei belegbar. Erkläre ich euch gleich am Bordcomputer. Hier haben wir die Hubwerksregelung für vorne und hinten, also hinten ist das große Rad, vorne das kleine. Das heißt, man kann hier die Lage einstellen, Zapfwelle, eigentlich zweimal drücken, dann geht die Zapfwelle an, hinten vorne. Dann Heckkraftwerk hinten absenken, also Schnellabsenkung und Lageabsenkung und einmal kurz anheben, Stopp, dass er eben aufhört. Dann die Wähltasten hier, also die berüchtigte Gruppenschaltung. Wenn man jetzt auf die Straße fährt, Gruppe 2, fährt man ins Feld kurz stillhalten, also entweder Handbremse rein oder man schaltet kurz auf Neutral, schaltet auf 1 um und dann tippt man einfach kurz nach vorne. Dann hat man die Gruppe geschaltet. Ich mache das eigentlich schon regelmäßig, also egal, wenn ich jetzt mähe oder unter Last fahre, weniger als 20 km/h Gruppenschalten. Hier kann man noch umschalten zwischen TMS, also die automatische Motor- und Getriebeabstimmung, dass er das selber regelt, und der Fahrpedalmodus. Hier sind die Steuergeräte entsperrt, also kann man entsperren und entsperren. Dann Freigabe des Go-Ends, Lenkautomatik, automatische Hubwerksregelung. Geht eigentlich dann, das müssten normalerweise die Knöpfe sein, dass man hier auf Go und End eben Front- und Heckkraft übersteuern kann. Allrad, also automatischer Allrad, dass der bei einem bestimmten Winkel und Geschwindigkeit eben ausgeht. Differentialsperre das gleiche.
aber nur bei einem bestimmten Winkel. Dann hier kann man die Vortragsfederung ausmachen und hier sind noch die Vorwellmodi für Zapfeln, Geschwindigkeit, also 45 bis 1000 und Economy. Auch hier wieder Zapfeln an- und ausautomatik, das heißt, dass man die, glaube ich, hinten steuern kann, also die Freigabe, und auch hier wieder auf Go und End. Ansonsten, ja, hier noch online, oh, da liegt noch ein Wiegekessel. Ausstattungsliste von dem Schlepper ist immer hier in der Armlehne festgeklebt. Hier ist noch die Spiegelverstellung, also so quasi links, rechts, vorwärts, rückwärts auf beiden Seiten, je nachdem wie man umschaltet. Handyhalter kostet auch Aufpreis. Ich glaube, es ist noch der Batterietrennschalter. Aschenbecher ist noch beim Putzen. Was haben wir hier noch? Ja, die Fernbetätigung des Zugmauls. Das hier sind die Kabeldurchführungen, also man zieht quasi den Block hier raus, faltet den auf und eben den Stift. Dann kann man hier die Kabel durchführen, finde ich wirklich ziemlich genial. Man kann sich schon die Scheibe von abschneiden. Ja, wir haben jetzt einen Zuschauer, aber der DWB. Der ist ganz traurig, weil der Schlepper jetzt zurückgeht. Der gute Fan. Na, die hat er schon da, gell? Ja, also ich bin schon gern gefahren damit. Vor allem in Ladewagen. Ladewagen fahren und Fan, das ist das Beste, was es gibt mit Joystick. Ja, das stimmt allerdings. Also auch diese Busbelegung hier, die man auf dem Joystick fahren kann. Was haben wir hier noch oben? Ja, die Klimasteuerung. Das Automatikgebläse manuell zum Verstellen. Dann die Gebläsemodi für Fahrer, Scheibenheizung und Fußheizung. Dann Klimaanlage aus, ein und das muss normalerweise Umlufttaste sein. Der Stufenwechsel der Temperatur. Radio hier mit Freisprecheinrichtung, also mit dem externen Mikrofon über Bluetooth. Wir haben noch eine Ablage auf dem Platz für externe Funkgeräte. Hier sind noch die ganzen Steckerbelegungen, für, also dreipolige Steckdose für Anbausteuergeräte, Isobus und R232 Anschluss. Und ja, die Leiste für Anbaugerätesteuerungen. Ja, ansonsten, also erklärmäßig wäre es das jetzt eigentlich. Gell, Witzbo? Möchtest du auch noch was sagen? Ich will noch wie Wiegekessel hören. Was möchtest du jetzt da sagen? Ich will noch keins, gell? Ich kann schon wollen, ja. Das Gute fahren wir fort und das Kind fahren wir heim. Gut. Dann gehen wir mal ans Display. Scheiben so. Ja, recht herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut mal wieder vorbei, wenn wieder ein neues Video von mir kommt. Außerdem schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Kann ich mir mit unterstrichen. Also der Kanalinfo dazu ist in der Videobeschreibung unten drin und auch auf meiner Facebook-Seite. Natürlich auch auf der Seite von Malone und dem Augustin. Genau, ja, wer geht's euch nicht zum Song? Ich wechsle jetzt fleißig weiter. Und ich schaue noch ein paar Videos von mir, gell? Also, stay tuned, bis zum nächsten Mal. Servus, Tiersteich.